Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Jetzt hat Kalu mir gerade gesagt im Training, heute Trainer, heute passiert's, heute machst du einen Dreierpack. Wir gewinnen das Ding, wir brauchen nur ein Unentschieden, aber wir gewinnen das letzte Spiel in der Saison und halten die Klasse in Liga 2. Er möchte nicht in der dritten Liga spielen, hat Kalu gesagt, und er wird dafür sorgen, dass das auch nicht passiert. Ich sag mal so, wenn Calhanoglu und Bellarabi, vor allem Bellarabi, der wirklich ein überragendes Spiel gemacht hat beim letzten Mal, wenn die wieder ähnlich gut spielen, sollte da auch nichts anbrennen. Gerne wieder ein Gegner, der so stark ist wie der letzte. Das war eigentlich ganz angenehm von der Spielerstärke her. Aber es darf auch gerne ein super starker Gegner kommen, gegen den ich verdient gewinne, damit ich dann am Ende noch stolzer auf mich und Kalu und Bellarabi und Fraxler und alle bin. Schauen wir mal. Vielleicht bekommen wir aber auch einfach überhaupt gar keinen Gegner und ja. Na komm. Na komm schon. Ich brech nochmal ab, geh nochmal raus, das hilft ja manchmal. Oder zumindest habe ich das Gefühl. Geh nochmal rein und weiter geht's. Egal wie das Spiel jetzt ausgeht, wir werden dann ja logischerweise mit einer neuen Saison starten. Entweder wenn es gut ausgegangen ist in Liga 2 oder wenn es schlecht ausgegangen ist in Liga 3. Und ich werde wahrscheinlich dann die nächsten zwei Spiele, die wir mit der Serie A spielen, nutzen, um das letzte Mal Inform Bagger zu testen. Und sollte dann in diesen beiden Spielen, ja, Inform Bagger keine Scorerpunkte erzeugen, dann werde ich ihn schweren Herzens wieder verkaufen. Morata wieder kaufen und reinstellen und in der Bundesliga wahrscheinlich Lahm für Junusevic kaufen. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich direkt auf Vidal gehe. Mal fällt mir gerade ein, letztes Spiel, wir könnten ja eigentlich mal Vidal zumindest reinsetzen. Und wir könnten auch mal noch die Trainingskarten verwenden, die noch haben. Ja, also könnte sein, dass ich mir dann entweder direkt Vidal hole, das weiß ich aber noch nicht, vielleicht auch doch erstmal Lahm teste. Weil Vidal müsste noch mal einen Tick teurer sein, einen deutlichen Tick. Gut, haben wir noch irgendwelche interessanten Trainingskarten? Eine noch, und zwar schießen. Ja, das ist doch dann perfekt. Kalu hat Bock zu schießen und viele Tore zu machen. Schauen wir mal. Okay, wir haben einen Gegner, aber als das so aufgepoppt ist, dieses Ding hat's geleckt. Wurde das gemerkt? Ich habe ein bisschen Angst, dass das vielleicht ein Indiz dafür... Oh, es hat's auch schon wieder geleckt. Liegt's an mir? Schauen mal. Sieht eigentlich alles gut aus. Das geht erstmal flüssig, okay. Das war jetzt auch flüssig. Okay, jetzt läuft's momentan wieder flüssig. Mal schauen. Dann war's vielleicht nur irgendwie doch... Vielleicht lag's an mir, ich weiß es nicht. Ah, es hat schon wieder so ganz komisch beim Aufpoppen. Ah, und die Latenz ist jetzt orange. Okay. Gegen den spielen wir auf jeden Fall nicht. Mit orangener Latenz. Aber das Aufpoppen des Fensters hat auch wieder so ein bisschen geleckt. Man müsste mal drauf achten. Sollte ich jetzt nochmal einen Gegner bekommen, wo das so leicht laggt beim Aufpoppen, würde ich den spielen, solange nicht die Latenz orange angezeigt wird. Und wenn dann das Spiel laggt, dann wüsste ich zumindest für die Zukunft, okay, wenn das Fenster aufpoppt und das laggt schon leicht, dann ist das ein Indiz dafür, dass das Spiel laggen könnte. Mal schauen. Also diesmal hat's nicht geleckt. Mal gucken. Oh, das ist ja ein cooles Trikot. Also das mit der Palme, das andere vor allem. Oh, auch Bundesliga. Und zwar eins mit einem schnellen Sturm. Chicharito und Ramos. Auch Calhanoglu dahinter. Und als ZM Gündogan und Boateng, zwei gute. Und er hat den Leihspieler Fährmann im Tor. Ich habe keine gute Erfahrung gemacht mit Fährmann als gegnerischen Tormann. Er hat einfach so viel gehalten und so krass, vor allem die Bälle auch teilweise festgehalten. Aber egal. Wir wollen ja starke Spieler, um entsprechend weiter zu trainieren. Sehr gut von Rodriguez auf Kalu. Na komm, Draxler. Ja, Draxler setzt sich einfach mal. Was? War doch kein Foul. Aber okay.
Eigentlich wollte ich das decken. Oh nein, nicht euch gegenseitig wegfaulen. Weg damit. Oh Gott, bin ich doof. Der war aber jetzt von alleine so geschossen, oder? Ja, ich hatte schon Angst, dass ich rangekommen bin. So. Kein mega guter Anfang, aber noch nichts passiert. Okay. Ja, da geht... Was? Ist der Gegner nicht noch dran gewesen? Ich hätte schwören können, dass der Gegner noch dran war. Das war auch kein Foul, interessant. Ronaldo. Ja, alles klar. Oh, ist natürlich ein Foul, alles klar. Wir haben den Schiri, der alles pfeift. Tut mir leid. Komisch, dass er dann das Foul von Kalou nicht gepfiffen hat. Oder gegen Kalou, besser gesagt. Ich hatte schon Angst, dass das Ding reingeht. Schön gesehen. Bellarabi. Auf Draxler. Komisch, dass sowas nicht gepfiffen wird bei mir, wenn das beim Gegner jede Berührung ein Foul ist. Müsste man doch eigentlich auch sowas pfeifen. Oh, Kacke, Mann. Was war das denn? Es war wieder eine halbhohe Flanke, aber die ging ja komplett schief diesmal. Torwart. Der spielt auf Bellarabi. Oh. Okay, Gustavo. Na komm, 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 komm! Was hat geklappt? Sehr geil. Man merkt halt einfach, dass Bellarabi dann so körperlich ein bisschen was fehlt, weil er konnte sich einfach überhaupt nicht durchsetzen. Und dadurch habe ich es nicht geschafft, nochmal abzuspielen. Ich wollte eigentlich auf Kalou nochmal abspielen, aber es hat einfach nicht geklappt. Also er hat nichts gemacht. Wahrscheinlich nicht genügend Ballkontrolle oder so. Das war auch merkwürdig, dass der Ball nicht ankommt. Jetzt muss man aufpassen. Sehr schön von Rodriguez. Diesmal hat er auch alleine was gemacht. Das ist halt einfach mal schön, wenn man nicht alle Spieler steuern muss. So, Einwurf. Schauen wir mal. Wo wollen wir jetzt hinspielen? Und schöner Schuss von Kalou ins lange Eck. Da hat er auch Zeit, um... Oh nein, und schon wieder hat Rodriguez ihn einfach mit dem Körper abgedrängt. Super nervig. Ah, jetzt scheint der Schiri nicht mehr so viel zu pfeifen. Was ist denn da los? Gerade eben hat er noch jeden kleinen Körperkontakt gepfiffen. Sehr geil. Oh. Die Flanken kommen ja gerade gar nicht. Aber halt so richtig gar nicht. Sokrates. Sogar das ist echt eine totale Bank. Weg damit. Sehr schön. Vidal. Zieht einfach mal durch. Zieht weiter durch. Und holt die Ecke raus. Die Ecke, den Einwurf. Ach. Ich weiß nicht, ob die Flanke gut gekommen wäre. Dafür ist es einfach zu schnell abgefälscht gewesen. Oh, ich hatte schon Angst, dass ich es nicht mehr schaffe. Aber es ging auch gut. Warte.
Ja, ich hatte einfach Angst, dass wenn ich jetzt mit meinem Spieler, den ich steuere, da auf den zurenne, dass er dann halt einfach... Oh nein. Dass er dann halt einfach... Dass er dann halt einfach durch ist und deswegen habe ich dann einfach nur den Schuss geblockt. Das war eigentlich ganz okay. Also wirklich viele krasse, gefährliche Angriffe bekomme ich nicht zustande. Ich denke zwar, dass ich auch die vom Gegner bisher ganz gut geblockt habe, außer den jetzt vielleicht. Aber es wird ekliger. Ich überlege, ob ich mal vor Druck gehe. Ich bräuchte mal ein Tor. Ah, es war Traxler. Oh nein, Rodriguez, bitte nicht. Naldo macht's gut, aber logischer. Oh, was ist denn los? Wollen Sie jetzt unbedingt ein Tor haben, oder? Wenigstens war das mal ein Foul für mich. Also, das ist ja gerade totaler Slapstick. Erstmal den Seitenwechsel suchen. Das Gefühl, dass der Gegner ziemlich offensiv steht. Also ich komme gerade nicht mehr so richtig durch. Ich habe nur einmal geschossen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe zwar deutlich mehr Ballbesitz, aber davon kann ich mir erstmal überhaupt nichts kaufen. Ja, gelb. Das ist eigentlich gelb. Anscheinend nicht. Komm, Bellarabi, du bist doch nur viel schneller als der. Na also, bist du auch. Immer in die Ecke. Aber verteilt auf jeden Fall gut mit Rodriguez. Generell scheint es seine Ecke zu sein, die er ganz gut verteidigt. Ich müsste mal über die andere Seite kommen mit Traxler. Traxler ist halt nicht so schnell. Schade. Diekmeyer ist natürlich ziemlich schnell, aber dafür soll er sonst eigentlich nichts drauf haben. Oh, außer halt ein bisschen Lacken, das kann er wahrscheinlich gut. Piszczek steht genau richtig. Schöner Ball auf Gustavo, aber schwer mitzunehmen. Och Mann, komm! Darf natürlich nicht so alleine sein. Oh nein! Scheiße, Mann! Ich darf kein Gegentor kriegen! Jetzt muss ich auf jeden Fall noch ein Tor machen, ey. Oh, natürlich wieder ein schöner, abgefälschter Lackball. Komm schon, Konzentration. Hält natürlich einfach fest. Und abgefälscht, immerhin zur Ecke kommt. So, jetzt aber hier, los. Ausgleichstreffer, come on. Ach man, wenn er hinfällt, Traxler, ist es vielleicht sogar ein Elfmeter. Hat natürlich keinen Bock, den Ball mitzunehmen. Oh nein, ich dachte, er geht auf Außen. Was macht denn Gust... War das Gustavo? Ich dachte, er geht auf Außen, aber nein, er... Oh. Oh, was macht denn Piszczek jetzt wieder? Der Annahme, aber war natürlich auch schwierig. Es leckt übrigens auch leicht. Komisch, dass es erst nach dem 1-0 passiert. Ach, haben wir einen Klick.
Noch alles drin, komm, wir brauchen nur ein Tor. Aue. Komm schon jetzt. Mach's geil, Cananoglu, mach's geil. Und oh, Latte, fuck. Oh, natürlich hat der Gegner einen Alu-Treffer und der ging dann noch rein. Bei mir war es kein geiler Abpraller, der da noch reingeht. Sehr geil. Bringt aber gar nichts. Oh. So, zurück. So schlecht. Oh, was macht denn meine Verteidigung da, verdammt nochmal? Komplett offen. Ich spiele auch vor Druck. Da müsste doch eigentlich alles viel enger und dichter sein. Okay, spiel immer zurück. Ruhig bleiben, wir haben noch Zeit, wir brauchen nur ein Tor. Rodriguez gegen Rodriguez und meiner setzt sich mal durch, sehr schön. Ecke, komm schon. War so natürlich nicht geplant, ich wollte den Ball da nicht hinvorlegen. Gerade als ich ihn reinpassen wollte. Naja, totaler Angriff. Ich meine, was soll ich sonst machen? Nehmt doch einfach den Ball mit, verdammt nochmal. Oh, Cananoglu, warum? Warum? Ich finde halt auch nicht, dass dieses 1-0 unbedingt verdient wäre, dieser knappe Sieg. Ich denke halt, ein Unentschieden wäre besser, also verdienter. Oh, Sokrates, da hat er wieder keine Ballkontrolle. Das war's, wir steigen ab zum Kotzen. Oh, nur wegen diesem einen verfluchten Scheißtor. Fuck! Oh. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal, Liga 3.